Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt es gerade von Robert wieder gehört. Unsere Energieversorgung ist ein Risiko für unseren Frieden, für unsere Sicherheit und für unsere Lebensgrundlagen. Denn die Klimakrise gönnt uns keine Atempause und der CO2-Ausstoß wird weiter ansteigen, solange wir im fossilen Zeitalter feststecken. Und deswegen schmerzt es uns natürlich, dass wir noch nicht ohne fossile Energien auskommen, dass wir jetzt in anderen Ländern auch Öl einkaufen, dass wir mehr Flüssiggas hier importieren werden, als wir jemals wollten. Aber es ist klar, das ist wirklich nur ein kleiner Schritt, den wir jetzt tun. Sicher, dass wir auf der Welt nicht weiter in irgendeinem anderen Land Gewalt und Unterdrückung finanzieren, können wir erst sein, wenn wir kein Kohle, Öl und Gas mehr einkaufen und wenn wir 100% erneuerbar werden, liebe Freundinnen und Freunde. Die Drastik der Klimakrise und ja, dass wir auf eine 3-4 Grad heiße Welt zurasen, dass die Menschheit sich in eine Spirale der Selbstzerstörung manövriert hat, die scheint noch nicht allen klar geworden zu sein. Warum sage ich das? Ich habe den Eindruck, dass einige sich vielleicht jetzt auch zurücklehnen und sagen, die Grünen in der Regierung, der Robert Habeck im Ministerium, die werden es schon machen. Nein, so ist es nicht. Wir brauchen gerade jetzt alle für das, was wir vorhaben. Es geht nicht nur um Technologieänderung, es geht um eine Verhaltensänderung und es geht um die komplette Transformation unserer Wirtschaft Richtung Klimaneutralität. Und wenn ich höre, dass manche Unternehmen jetzt erst angefangen haben, über ihre Energieversorgung nachzudenken, weil sie die letzten Jahre sehr, sehr billig Gas einkaufen konnten und das eben nicht auf ihrer Payroll eine Rolle gespielt hat, dann denke ich, wir brauchen Vorgaben für Effizienz und Energiesparen. Wir müssen da auch gesetzlich reingehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Entlastungspaket die Effizienzstandards angehoben haben für den Neubau und auch bei Sanierungen. Da müssen wir ran, liebe Freundinnen und Freunde. Und wichtig ist, das 9-Euro-Ticket darf kein einzelnes Highlight sein, was wir mal einmal abfeiern, sondern das muss der Einstieg sein in einen bezahlbaren und in einen ÖPNV, wo jede und jeder mitfahren kann, am besten auch auf dem Land. Das ist wichtig und ich freue mich, danke, ich freue mich ja, dass mittlerweile auch der ADAC seine Mitglieder zum Spritsparen aufruft und hoffentlich wird auch der ADAC unser 9-Euro-Ticket ebenso promoten. Das wird richtig, richtig gut, denn jetzt ist die Lage ernst, jetzt ist Zeit zu handeln. Und wer es immer noch nicht kapiert hat und an veralteten Abstandsregeln für Windräder festhält, der wird abgewählt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir beginnen am 15. Mai hier in Nordrhein-Westfalen damit. Vielen Dank.